Da bist du ein Braver gsi, hä? Was du fährst nicht? So sollte man es sicher nicht machen. Immerhin haben die beiden Komiker Midi Cote und Guy Landolt begriffen, dass ein roter Mantel, schwarze Stiefel und ein weißer Bart zur Grundausstattung von jedem Sammy Klaus gehören. Schliesslich waren sie ja selber mal Kind gsi. Mein Vater hat tatsächlich mal den Sammy Klaus gespielt. Nicht wahr? Ja, genau. Wahrscheinlich aus Spargründen. Ich habe ihn genau nach etwa 10 Sekunden erkannt. Wirklich? Ja gut, ich war schon 16 gsi. Wahrscheinlich ist das. Wer für den Nachwuchs oder Göttikind den Sammy Klaus spielen will, der sollte auch ein bisschen ins Outfit investieren. Billige Filzmäntel sehen einfach nicht gerade glaubhaft aus. Und solche Wattebärte reissen im Gegensatz zu Kunsthaar viel zu schnell. Es sollte wenigstens annähernd so aussehen wie beim echten Sammy Klaus. Solche Helfer würde ich schon gar nicht mit in die Stube nehmen. Meine Helfer, die werden angelegt, so wie ich. Und übrigens, der Sammy Klaus, der zu den Kindern in die Stube kommt, ist meistens wirklich echt. Schaut ihn nur mal genau an. Ja, und ein echter Klaus trägt unter dem Mantel auch keine Jeans, hat in der Tasche kein Handy und am Handgelenk keine Uhr. Das alles gibt es ja im Wald nicht. Und selbstverständlich gilt auch, ein Sammy Klaus isst nicht, trinkt nicht und raucht nicht. Und Kinder werden heutzutage auch nicht mehr in den Sack eingepackt. Diese Zeiten sind definitiv vorbei. Im Übrigen können wir kein Kind erziehen. Das ist Sache der Eltern. Wir können ihnen aufzeigen, was sie schon ganz gut machen. Und wir zeigen ihnen aber auch, was sie noch nicht so gut können. Und geben Tipps und Tricks, wie sie das vielleicht verbessern aufs nächste Jahr. So, du kleine Schnutter, ja? Jetzt sagst du mal ein Gedicht auf, aber schnell! Übrigens, wer so will tönen wie der Sammy Klaus, der sollte möglichst langsam reden. Das hilft, dass die Stimme schön tief bleibt. Und aufpassen vor dummen Ausreden. Man sollte sich auf alle möglichen Fragen der gewundrigen Kinder vorbereiten. Das ist so. Was die alles wissen wollen. Aber wir geben immer ehrliche Antworten. Wir können ja nicht den Kindern sagen, sie dürfen nicht lügen und wir lügen sie dann an. Auch wenn Midi Cote und Guy Landolt als Sammy Klaus jetzt fürs Lifestyle selber nicht gerade die beste Figur machen, privat geben sie sich dann schon ein bisschen mehr Mühe. Ich habe ihn schon mal gespielt für Kinder, ja, vor etwa 3 Jahren, und sie haben es wirklich nicht herausgefunden. Sie haben nicht gemerkt, dass ich bin, sondern sie haben gemeint, ich sage Sammy Klaus. Das war ganz schräg. Ich hatte schon fast ein schlechtes Gewissen gehabt, wirklich. Wahrscheinlich, weil du so ein super Schauspieler bist. Ja, ah, das ist es wahrscheinlich. Ja. Und eben, liebe Kind, wenn ihr einem Sammy Klaus begegnet, der sich so benimmt, dann ist es sicher nicht der echte.